Schönen guten Morgen. Wir haben es gleich 7:45 und in einer Viertelstunde will ich eigentlich losfahren. Es geht jetzt auch nur noch darum, mein ganzes Zeug zu packen, was ich mitnehmen will, sprich mein Technikgedöns. Und ich warte noch auf den Osmo, der gerade eine Timelapse auf der Fensterbank erstellt, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Gut, ja, ich bin immer noch irritiert. Ich musste das Mikrofon nicht einschalten und es gackelt immer noch da oben so leicht vor sich hin. Den Ton, den ich mir gestern angehört habe, klang erstmal ganz vernünftig, wobei ich das nicht mit Kopfhörern mir angehört habe. Also das steht noch aus, das muss ich nochmal machen, ob das in Ordnung ist. Und naja, gut. Jetzt packe ich mal schnell ein bisschen Technikkram zusammen. Ich bin ja nur froh, dass ich genug Datenvolumen habe, weil ich muss ja zum Beispiel auch heute Abend dann einen Vlog hochladen. Also jetzt für heute der Essstunden. Ja, oh, ich bin so gut drin heute. Ja, nein, also Tasche packen und dann ab ins Auto. Gut, Auto ist geladen, Kinder sind verstaut. Auf geht's. Sieht man das? Ich glaube nein. Aber es ist kalt. Minus 4 Grad. Bestes Wetter und wir sind angekommen. Habe ich mein Auto zugemacht? Ja, gut. Und jetzt wollen wir mal schauen, was die Oma macht. Hallöle. Hey. Na, wir sind wieder da. Hallo. Du warst doch lange nicht hier. Ja, da bin ich quasi auch wieder fast zu Hause. Ich sag's ja eigentlich jedes Mal, aber ich war ja als Kind fast in allen meinen Schulferien war ich ja hier. Von da an kann man fast sagen, es ist so ein bisschen zu Hause. So wie Texel ist auch ein bisschen mein Zuhause. Ich habe ganz schön viele zu Hause, stelle ich so fest. Naja, jetzt werden wir gleich beim Restaurant anrufen und schauen, dass wir einen Tisch reservieren. Und wenn wir das haben, dann gehen wir essen und dann danach gehen wir noch was einkaufen für die Oma, weil wir natürlich mit dem Auto unterwegs sind, das ist immer praktischer. Und ja, ich bin so am Rattern und am Überlegen, ob ich jetzt losfahre und das Mikrofon kaufe oder ob ich es nicht kaufe. Ist ja schon eine Menge Geld, ne? Mal abwarten. So, jetzt geht's auf zum Essen. Wie immer ins Restaurant Jasmin. Das ist auch super lecker. Also, das kann ich dann immer auch mal essen, wenn ich hier bin. Ich mag's. Und meine Söhne mögen es auch. Von da an, das passt. Ja, tut mir leid. Ich werde es nicht selber kochen. Aber ich gehe davon aus, dass die Inhaber selber gekocht haben. Ich vertraue darauf. Wer hat schon alles Hunger? Ich zum Beispiel. Lecker gegessen. Jetzt müssen wir noch schnell was einkaufen und dann denke ich mal, setzen wir die Oma erstmal ab. Wir haben uns immer noch nicht entschieden, was wir heute Nachmittag anstellen wollen. Mal gucken. Vielleicht machen wir irgendwo einen Ausflug hin. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Nachdem wir jetzt auch irgendwie ein bisschen Päuschen gemacht haben, wenn wir jetzt losfahren Richtung Mülheim, da ist nämlich noch ein Musikgeschäft, wo ich eventuell das Mikrofon bekommen könnte, das ich haben
möchte. Und ja, da fahren wir doch jetzt mal hin. Ja, ich würde mal sagen, fündig geworden. Jetzt geht's erstmal wieder zur Oma und dann wird das Mikro geladen und dann werde ich mal das Video, also das Mikro ausprobieren. Wobei einen richtigen Vergleich kann ich ja erst machen, wenn ich zu Hause bin und dann irgendwie mal so richtig testen kann. Aber das werde ich machen. Jetzt, wo ich ja die zwei habe, werde ich morgen bestimmt mal beide vergleichen, testen und schauen, wie das eine ist und schauen, wie das andere ist und ja, dann mal überlegen, welches ich zurückgebe, obwohl ich glaube, ich weiß, welches ich zurückgebe. Ihr könnt gerne mitraten. Ja, wieder zu Hause angekommen, also zu Hause bei meiner Oma. Und jetzt habe ich das Mikrofon erstmal zum Laden dran gehängt. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann heute noch testen kann oder nicht. Jetzt richten wir so langsam zum Abendessen. Und dann sehen wir mal weiter, ob das vielleicht heute Abend noch zum Einsatz kommt oder nicht. Naja, morgen früh ist auf jeden Fall Laufen angesagt. Ich habe extra meine Laufsachen dabei. Kann ich hier in Köln am Rhein laufen. Ich habe allerdings natürlich überhaupt keine Entfernung jetzt hier so im Kopf. Das heißt, ich laufe einfach mal irgendwie stumpf in eine Richtung los und nach etwas mehr als einer halben Stunde laufe ich halt wieder in die andere Richtung. Irgendwie so auf die Art und Weise wird das funktionieren. Dann werde ich schon auf meine 10 Kilometer kommen. Naja, jetzt schauen wir erstmal, dass wir einen Abendbrottisch richten. Ja, nu, jetzt haben wir gegessen. War super lecker. Gespült haben wir auch schon. Also perfekt. Jetzt werden wir noch ein paar Urlaubsvideos anschauen, die die Oma ja noch nicht gesehen hat. Und dann fangen wir hier an mit Spielen. Yay! Ich habe mich jetzt hier auf meinem selbstgemachten Bettlager schon mal bereit gemacht zum Schlafen. Ich werde jetzt nur noch ein paar Minuten Video schneiden und dann auch träumen. Nachdem wir vorhin noch so erfolgreich Karten gespielt haben. Ja, es ist sehr kalt schon. Also wir haben es jetzt schon minus 2 Grad. Und naja, morgen früh, ich bin mal gespannt, wie kalt es dann ist, wenn ich laufen gehe. Aber ich gehe definitiv laufen. Also morgen gibt es kein Drücken. Alles klar, dann würde ich sagen, schließen wir diesen Tag hier heute. Und ihr könnt morgen wieder dabei sein. Spannende Heimfahrt. Und wahrscheinlich fahren wir abends nochmal zu Angie. Also, auf jeden Fall einschaltenswert. Gut, dann bis morgen. Ciao.